Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem zweiten Finale gegen den FC Bayern München. An meiner Seite begrüße ich die beiden Trainer, Svetislav Pesic von Bayern und Sascha Obradovic von Alba. Svetislav, zuerst zu dir, dein Statement bitte. Guten Abend, verdiente Sieg von Alba. Wir haben erste Mal in dieser Saison 60% Wurf insgesamt gehabt haben, das ist Rekord. Aber trotzdem, wir haben mit 14 Punkten verloren. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Sehr gute Treffquote, aber trotzdem, wir haben verloren. Gründe natürlich, es gibt nie nur einen Grund. Es gibt immer viele Gründe. Einer ist, dass wir an diese aggressive Defense von Alba mehr oder weniger reagiert haben. Wir haben immer geguckt, was passiert und so weiter. Und dann Alba hatte auch aus Defense weiter ihre eigene Spiel entwickelt. Und die haben, was auch ungewöhnlich ist, natürlich von Statistik. Statistik ist Basketball natürlich sehr wichtig. Die haben 21 Würfe mehr als wir. Das ist auch natürlich ein Grund, dass Alba sehr gut in Defense gespielt hat, auch sehr aggressiv. Von unserer Seite mehr oder weniger Reaktion. Und deshalb diese 60% Verquote, die wir sozusagen gemacht haben, wie ein Rekord in dieser Saison, hat uns nicht geholfen. Und ja, noch einmal Gratulation an Alba und dann. Wir bereiten uns für das nächste Spiel. Vielen Dank. Sascha? More or less, you know, Coach Pešić said everything, you know, like for us, you know, we deserve, you know, to win, you know, from the first moment we were there. We play much better, you know, like defensively. We find, you know, like also good shots in offense. And we react, you know, much better than in Munich, you know, like especially in this second quarter, you know, when we supposed, you know, like we lost our rhythm. Today was good concentration for 40 minutes. You can address, you know, some critics, you know, like on our defense in certain moments, but knowing that, you know, we play, you know, like great quality players, you know, like Taylor, like Delaney, like Bryant, you know, like also with this percentage, you know, like it's also very hard to expect that, you know, like you win the game. But having a, like I said, you know, good rhythm, you know, like aggressiveness, which never stops, you know, like we found, you know, like a lot of, you know, like fast break points, you know, which gives us a confidence, you know, like in many situations afterwards. Happy for this win. But it's just one win, you know, like I think, you know, also that we go with a good confidence to Munich. Thank you. Danke, Sascha. Gibt es dazu Fragen? Hier vorne? Herr Pesic, wie sehen Sie jetzt die Ausgangssituation vor dem dritten Spiel in München? Sehen Sie das stärker wieder unter Druck, weil Sie als Hauptrundenerster jetzt zu Hause gewinnen müssen? Bitte? Sehen Sie sich da jetzt stärker unter Druck, weil es jetzt mit 1-1 ins dritte Spiel geht? Was heißt unter Druck? Soll ich sagen, dass wir stehen unter großem Druck oder was? Sie sagen, was Sie denken. Ja, wir stehen jetzt unter sehr großem Druck. Nächste Frage. Herr Reinsch. In diesen beiden Spielen wird immer die Aggressivität der Spieler gelobt. Herr Pejic, Sascha, ist die Aggressivität rein auf das Sportliche beschränkt oder ist in diesem Spiel mehr drin, wie wir auf Deutsch sagen, als allein aggressive Verteidigung? Also ist da mehr Emotion, ist da mehr Vergangenheit? It's, you know, like playing defense, you know, like some
all whatever, you know, like philosophy is, you know, like is your attitude, you know, to play the defense, you know. Good character or good, you know, will, you know, like to play strong and on the end good personality, you know, like to do it, you know, like all the time, you know, like is always asked, you know, but we had, you know, like this as a philosophy, you know, like of our, you know, like game. I think, you know, today we did, you know, like good, very good. And of course, you know, like it, you know, like have to be emotional, you know, it's, you know, this is, you know, like if you don't put, you know, like all effort, you know, and all weapons you have, you know, like including emotion, you know, then it's useless, you know. So good that we have this, you know, through the whole season. Our emotion were never down. Even when we are with the result, you know, down, we never give up, you know, and on this, you know, I'm proud of. Ich habe alles gesagt in mein Statement und alles andere hatte Sascha gesagt, also das habe ich leider gar nichts dazu, noch etwas zu sagen. Hat noch jemand was zu fragen? Was ist mit Bryce Taylor? Der musste ja irgendwie raus, Schulter. Das werden wir sehen. Das weiß man nicht. Er hatte heute alles getroffen, das heißt mehr oder weniger, er hatte keine Probleme. Im Fernsehen gesehen, dass er dann auf die Schulter gefallen ist und dann musste er auch raus, das sah ein bisschen schlimm aus. Habe ich nie gesehen. Ich habe das nie gesehen, aber ich glaube, das ist nicht irgendwas Gravierendes. Okay. Sascha, die Geschichte diese Woche mit Bamberg, kannst du dazu was sagen? Hast du mit denen gesprochen? Machst du da gar nichts zurzeit oder weißt du von dem Interesse? Well, useless to discuss about this. You know. We are in playoff, you know, like we want to be the champions and you know, why talking about other things? Like this team, you know, like is not, you know, at all, you know, like the story. So no comment, you know. Ja, wenn alle Fragen beantwortet sind, freuen wir uns aufs nächste Spiel. Vielen Dank für die Teilnahme. Schönen Abend noch. Danke.